Grüß Gott und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserer ersten Sendung des Online-Medizinprodukte-Forums hier aus den neuen Räumlichkeiten unseres Partners TechCast in München. Wir haben Ihnen heute das Thema Zulassung und Registrierung von Medizinprodukten in Russland und dem Eurasischen Wirtschaftsraum mitgebracht. Wir hatten ja letztes Jahr Fragen Ihnen, Themenwünsche gestellt und das war ein ausdrückliches Thema. Daher haben wir das eben dieses Jahr mit ins Programm genommen. Die Wirtschaftsunion in Russland und dem Eurasischen Raum orientiert sich sicherlich an der EU, aber hat eben seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, ist ein sehr, sehr großer Markt und dementsprechend auch interessant für Medizinproduktehersteller. Auch eben für den Eurasischen Raum gibt es eine gesonderte Zulassung und Registrierung und hat auch in den letzten Jahren viele Neuerungen gehabt, was für nicht-russische oder nicht-eurasische Hersteller den Zugang nicht unbedingt leichter macht. Wir haben heute einen ausgesprochenen Experten zu diesem Thema eingeladen. Herrn Sergei Kolesnischenko ist selber eben aus Ukraine, hat aber sehr lange in Moskau Medizinprodukte, aber auch Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel als Selbstständiger zugelassen, hat also daher wirklich eine langjährige Expertise. Und vor einigen Jahren ist er aber dann Richtung Deutschland gegangen und arbeitet aktuell bei einem großen Medizinproduktehersteller, der Mendetica GmbH in Hügelsheim. Dort ist er Experte für Regulatory Affairs Emerging Markets. Und er hat Ihnen heute eben folgende Themenpunkte mitgebracht. Einmal die nennenswerten Daten zur Eurasischen Wirtschaftsunion, dann eben drei Schritte zur ersehnten Registrierungsurkunde, den Registrierungsprozess an sich, was es zu beachten gibt, und der Kennzeichnung für den Eurasischen Wirtschaftsraum. Ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt viele neue Regularien und an sich ist dieses Thema tagesfüllend. Also wir können Ihnen tatsächlich nur einen Abriss in diesen 90 bis 120 Minuten geben. Nichtsdestotrotz würden wir uns natürlich freuen über Ihre Fragen, die Sie uns zum Teil auch schon vorab gestellt haben, die wir auch heute versuchen dann im Laufe des Vortrags zu beantworten. Wie gesagt, wie immer der Hinweis auf das Chat. Sie sind herzlich willkommen, die Fragen zu stellen. Und ja, dann möchte ich jetzt gerne das Wort an Herrn Kolesnischenko geben. Ich freue mich auf Ihren Vortrag und herzlich willkommen. Vielen Dank und auch herzlich willkommen zu unserem, nicht mehr Seminar, sondern zu unserer Sendung. Ja, zu unserem. Ich hoffe, dass wir doch großen Einblick in die Zulassung nach der Eurasisch-Wirtschaftsunionischen Regeln mal mitteilen können.